Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Ich hatte ja letztens schon eine Kamera vorgestellt, die fand ich jetzt nicht so pralle. Entschuldigung, muss ich sagen, das Licht hat mir nicht so gefallen und die Software war gleich und meine Programme wollten die nicht wirklich annehmen. Aber für den schmalen, also für, wenn die ein bisschen billiger gewesen wäre, wäre das okay gewesen, aber für den Preis, nee. Aber die Emet, hier, wie heißen sie? Emet hat noch eine andere Kamera. Da haben sie mich gefragt, ob ich die mal mir angucken wollen würde. Und die wollen wir jetzt gleich mal, na, schnell scharf, unboxen. Und dann werden wir sie auch anschließen und mal testen, wie sie sich schlägt. Und mal gucken, wie die so drauf ist, würde ich sagen. Ja, dann würde ich jetzt erstmal in die Unboxing-Ansicht wechseln. Und schon sind wir auch am Unboxing-Tisch. Ich zoome euch mal ein Stück ran. Und wir wollen die Smartcam C965 von Emet auspacken. Ich werde auch wirklich nur auspacken. Wir machen nur ein Unboxing. Hardware-Video kommt separat. Das habe ich bei den letzten Videos schon gesagt. Da muss ich mich ein bisschen zu zwingen, weil das ein bisschen in letzter Zeit ein bisschen untergegangen. Aber ich werde versuchen, mich dann zu halten. So. Was haben wir denn hier? Ach, hier haben wir noch so ein Pinöpelchen, was man rankleben kann hinten oder oben. So. Und dann kann man halt die Linse verdecken. So. Ist aber mit einem Kleber gelöst. Ja, das wäre auch schon ein ganz gutes Stück. Wir haben außen Silber, in der Mitte Schwarz, eine HD 1080p mit. Also ich bin mal gespannt, ich hoffe, ich bin hier. Auch hier ist der Kabel fest. Hoppala. Ich hoffe, dass die ein bisschen besser wird als die letzte. Hier ist der Kabel fest. Wie es aussieht, haben wir zwei Mikrofone, also ein Stereo-Mikrofon. Wir können es auf ein Stativ klemmen. Das ist fest verbunden mit einem Kugelgelenk. Ja, also da geht jetzt nichts, dass man sagt, man macht das woanders hin oder so. Hier haben wir dann wieder Gummi, hier logischerweise auch. Womit wir das am Monitor befestigen können. So halt. Hier kann man nichts ziehen. Alexa, Wecker aus. Und hier kann man nichts machen. Ja, kurzes, knackiges Unboxing. Aber ich werde mich zwingen, wirklich nur noch das auch wieder weiter einzuhalten. C Englisch haben wir hier. Französisch, Chinesisch, haben leider kein Deutsch mit bei, so wie es aussieht. Schade. Deutsch ist leider nicht mit bei. Ja, dann halt nicht. Der Kabel scheint lang genug zu sein. Dann hier so einen kleinen Störfilter drin. Wie ein Klettband mit E-Mail drin. Der USB ist auch ab mit einer Schutzkappe versehen. Ja, gut, der Standfuß wiegt ein bisschen was, aber die Kamera ist wieder sehr leicht. Sieht aber ein bisschen größer aus oder täuscht mich als wie bei der anderen. Ich hoffe wirklich, dass die jetzt hier vom Preis-Leistungs-Verhältnis etwas besser ist. Die andere hat mir da nicht so gefallen. Also die andere war für einen schmaleren Preis okay. Aber da Logitech und alle anderen mit dem Preis wieder runtergegangen sind und die halt immer noch etwas teurer war, da kriegt man für den gleichen Preis, ne, brauchte C270 mit 720p, kann ein bisschen mehr einstellen, hat mehr davon, muss ich sagen.
Und hier war auch nicht großartig mit Zoom. Also ich bin, die Software, die ist halt auch wirklich nur ganz schlicht, dass man das halt sehen kann. Entschuldigung, ich war aus dem Bild. Dass man halt sehen kann, man hat zwei, drei Filter, die man reinballern kann. Man kann mit der Software nicht aufnehmen, gar nichts. Das ist einfach nur, um zu gucken und einzustellen. Im Streaming-Programm muss man dann halt nochmal alles separat einstellen, weil der holt sich nicht die Informationen von der Software. Was ein bisschen schade ist. Ja, alles ein bisschen rudimentär. Aber naja, mal gucken, wie sie sich schlägt. Dann würde ich mich jetzt hier erstmal verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefreut. Wenn es euch gefreut hat, Däumchen wie ein Träumchen. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.